Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvierte Spectatores, zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir spielen heute ein bisschen Total War Three Kingdoms und ich habe mir überlegt, wir starten heute mal mit einer Fraktion der Statthalter durch. Die habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Und ich habe ja Early Access zu dem neuen DLC Mandate of Heaven und kann euch da also schon mal exklusiv ein paar Einblicke ermöglichen. Wir spielen heute den Lugi, eine sehr interessante Persönlichkeit. Und ich denke, das wird auch erstmal ein Let's Play über einige Parts auf jeden Fall werden. Und ich werde natürlich versuchen, auch die Turban-Revolte zu schaffen. Lugi ist... Ja, ich weiß nicht, hören wir uns da erstmal an, was die nette Dame gleich zu ihm sagen wird. Der Kampf ist lang, doch lohnenswert. Lugi ist so weise wie bewundernswert. Er ist ein Gelehrter, dessen Schriften oft Omen enthalten, die dunkle Zeiten für das Land voraussagen, wenn ihnen keine Beachtung geschenkt wird. Ja, was damit gemeint ist, erkläre ich vielleicht noch ganz kurz. Lugi ist ja tatsächlich erwähnt in diesem Roman über die drei Königreiche und Lugi soll davor gewarnt haben und vorhergesehen haben, dass Dongzhou den Kaiser in seine Gewalt bringen wird. Allerdings hat man ihm damals relativ wenig Glauben geschenkt und ich glaube, das ist ja mit diesen dunklen Vorahnungen gemeint. Für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen, ich bin ja Historiker von Hause aus und rede auch immer über die Geschichte, in der wir hier gerade unterwegs sind. Also hier über die Zeit der Turban-Revolte und später auch der drei Königreiche. Und Lugi hat eine sehr interessante Kampagnenmechanik, auf die ich gleich eingehen werde, bevor wir uns das Video zu ihm angucken. Wir kriegen 10% Charaktererfahrung. Wir bekommen außerdem Bonuserfahrungen in der lokalen Komturei und in benachbarten Komtureien. Wir haben eine sehr starke Kavallerie, die Zerstörer des Verrats, eine Schockkavallerie. Und wir haben eine sehr starke Infanterie, eine Speerinfanterie, die unerschütterlich ist, die Verteidiger des Kaiserreichs. Die besondere Mechanik bei ihm besteht darin, Studien durchzuführen und damit besondere Gegenstände freizuschalten. Und wir haben einen beachtenswerten Charakter, nämlich Wang Fuson. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Kampagne verlaufen wird. Sie ist sehr schwer, tatsächlich. Und wir spielen es auf sehr schwer. Das ist eine brauchbare Kampagneneinstellung für ein Let's Play-Projekt. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr jetzt mit dabei seid. Wir gucken erstmal in das... wir überspringen an dieser Stelle, das habt ihr schon am Anfang gesehen, das Video, das generelle Video zu diesem DLC, sondern wir springen direkt in das Video mit seiner Fraktion. Finsternis macht sich überall im Land breit, Lugi. In solch dunklen Zeiten braucht man eure Lehren mehr denn je. Was ich mir verdiente, verdiente ich durch Bildung und Fleiß. Dennoch ist der kaiserliche Hof voller Menschen, die durch Manipulation Macht erlangt haben. Diese Eunuchen, sie verseuchten die Hauptstadt mit Korruption, um das gesamte Land zu schwächen. Im Nordwesten erhebt man sich gegen diese Omen. Ihr könnt jedoch helfen. Eure Werke werden die Zeit überdauern. Solches Wissen lässt sich zu Chinas Nutzen einsetzen. Es gibt Zeichen der Unzufriedenheit. Im Osten soll eine Rebellion begonnen haben. Das Land muss vor sich selbst gerettet werden. Und ich werde zu Hilfe eilen. So aussichtslos die Lage auch scheint, ihr habt immer eure Pflicht getan, mit oder ohne Hilfe. Bleibt euren Prinzipien treu, Lugi. China braucht euch. Ja, und er gilt tatsächlich als einer der wirklich großen Gelehrten dieser Zeit. Okay, also pflichtbewusst und unbestechlich zu sein, ist eine Voraussetzung für ein hohes Amt. Doch dies kann allerdings auf die Spitze getrieben werden. Und wenn man missbilligend über den Kaiser schreibt, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht, sollte man mit den Konsequenzen rechnen. Vielleicht ist es eine Anspielung auf sein späteres Schicksal. Er wurde von einem Eunuchen zu Unrecht angeklagt, fiel dann in Misskredit und ihm wurde tatsächlich sein Kommando gegen die gelben Turbane dann entzogen.
Also hoffen wir mal, dass wir das hier in dieser Kampagne etwas besser hinbekommen. Recht und Ordnung sichern seit Generationen den Frieden innerhalb des Kaiserreichs. Diese Rebellen wollen Chaos und Unsicherheit in den sorgsam angelegten Gärten der Hahnen sehen. Ihr müsst alles tun, um dies zu verhindern. Wir sollen diese Armee hier vernichten und dafür bekommen wir ein Buch. Dongguan Hanji für unsere Fraktion. Diese Bücher sehen wir hier oben. Hier unten sehen wir auch, was wir da schaffen müssen für. Zum Beispiel hier minus 25% Korruption, fraktionsweit. Das ist ja schon mal ziemlich nice, ne? Und verbessert eine Stadt auf die höchste Stufe. Wir sind momentan auf Stufe 4, glaube ich. Ja, wenn wir Stufe 10 erreicht haben, dann bekommen wir das. Das ist eigentlich ganz brauchbar. Hier gibt es auch noch ein weiteres Buch. Wie bekommen wir das nochmal? Wir müssen 30 Gefechte gewinnen und so weiter, ne? Also da muss man ein bisschen drauf achten, welche Optionen es hier gibt. Und vor allen Dingen auch mal so ein bisschen gucken. Plus 10 öffentliche Ordnung ist ja auch, ne? Was haben wir hier? Verfügt über einen Fraktionsführer auf Rang 10. Okay, da kommen wir also irgendwann automatisch hin, ne? Ich gucke mir die jetzt noch nicht so genau im Detail an. Das werden wir im Laufe der Kampagne machen. Ich darf euch heute ein Video zeigen, das so ungefähr 45 Minuten lang ist. Deswegen, ja, wird es noch ein bisschen, wenn wir noch ein bisschen gucken, was haben wir hier? Zufriedenheit niedrig. Das finde ich, ein Berg kann nicht ohne seinen steilen Aufstieg existieren. Das finde ich beeindruckend. Ach ja, genau. Wir haben ja erstmal schon so ein paar Figuren in unserem Hofstaat. Gucken wir uns die mal gerade an. Fuxi. Tapfer, treu und scharfsinnig. Eigentlich gar nicht mal so schlecht von den Eigenschaften. Da muss man immer ein bisschen drauf achten, wenn man schlechte Charaktere hat. Dann kann man die auch immer direkt mal aussondern. Treu, ehrenhaft und direkt. Ist auch gar nicht so schlecht. Die kosten uns halt allerdings alle Geld, ne? Mamidi, was kann der? Eitel, plus 25% Unterhalt. Okay, Ma, du wirst auf jeden Fall direkt gehen. Gao Yu. Den behalten wir wahrscheinlich, ne? Gelehrt ist gut, friedlich ist okay. Pflichtbewusst ist auch okay. Ja, pflichtbewusst ist schon mal gut. Ja, den können wir auf jeden Fall behalten. Schau mal, gerade was haben wir hier so für Aufträge? Was könntest du machen? Zhong Yuan. Minus 3 Runden für die Musterung. Du bringst mir mehr Nahrung, das ist auf jeden Fall gut. Und du würdest mir bringen mehr Charaktererfahrung. Okay. Ja, oder mehr Einkommen, alles klar. Dann, jetzt haben wir mal die Unterstützung, was haben wir hier? Große Kleve, Wache mit Instinkt und so weiter. Das ist doch mal ganz brauchbar. Kann ich mir hier, ich könnte mir hier den Zhong Yuan noch nicht reinsetzen, weil der zu teuer ist. Okay, ich kann Zhong Yuan aber mit Gegenständen ausrüsten. Zum Beispiel kann ich ihm hier schon mal dieses Schweinchen geben. Dann ist er nämlich nicht mehr so bräsig. Die Wache kann ich ihm auch geben für den zusätzlichen Instinktbonus. Und das Ding, die Glewe, die kann ich weder dir noch jemand anderem geben. Deswegen werden wir dir die auch geben. Und den holen wir uns dann demnächst in die Armee mit rein. Frage ist, nehmen wir ihn jetzt schon mit rein? Ich bin noch etwas unschlüssig. Ja, ich kann mir die auch immer hier angucken. Treu, ehrenhaft und direkt, ne? Das sind alles gute Traits, ja? Also, dürfen wir nicht vergessen. Was haben wir hier? Zufriedenheit und Autorität. Bei 23. Lass mal gucken. Du nimmst bitte die Ausrüstung hier schon mal. Die Rüstung hier. Der Trade-off ist einfach, wir bekommen 12% Angriffsbonus und dafür wird er halt langsamer und hat eine niedrigere Nahkampfangriffsrate. Das ist eigentlich für einen Streiter keine gute Rüstung. Du bringst Wissen und Instinkt, das ist nicht so verkehrt, aber was bedeutet Wissen nochmal? Ausweichen im Nahkampf bei dir, ne? Mhm. Ja, wobei, der Speer ist nicht verkehrt, dadurch macht er ein bisschen mehr Nahkampfschaden. Da muss man auch immer ein bisschen drauf achten. Der Angriffsbonus hier, der juckt mich auch so ein bisschen in den Fingern. Oder die zusätzlichen Lebenspunkte, die sind auch nicht so schlecht, ne? Naja, wir lassen das jetzt erstmal so. Bevor wir an dem Helden hier rumdoktern,
Ach so, der mag den Typen hier einfach nur nicht. Okay, alles klar. Ja, das ist auf jeden Fall legitim. Das Teil hier sollten wir ausbauen. Wir müssen vorsichtig sein mit unseren Nebensiedlungen. Also ich denke mal, dass Zhang Liang versuchen wird, Ye einzunehmen. Und wir haben halt mit Hene eine sehr exponierte Nahrungsmittelversorgung. Also es droht uns immer hier der Nahrungsmittelkollaps, sobald eine andere Fraktion das Ding hier einnimmt. Ne? Deswegen müssen wir da aufpassen. Das Ackerland von Ye einzunehmen ist auf jeden Fall besser erreichbar von unserer Hauptstadt Hene aus. Weise. Ja, müssen wir mal gucken. Stürzt euch auf sie! Ich bin geneigt, das hier zu delegieren, weil wir tatsächlich relativ wenig zu gewinnen haben, wenn wir das hier machen. Worin liegt der Vorteil? Ne, Moment, warte, wir haben so viel Kavallerie. Wir machen das manuell. Wir bekommen, also wenn wir es automatisch machen, bekommen wir weniger Geld bei Unser diesem Gefecht. Kaiser wird belagert und sein Hof ist korrupt. Eunuchen flüstern ihm selbstgefällige Lügen ins Ohr. Und entfachen so kleine Funken der Rebellion. Wird nichts gegen solche Funken unternommen, werden sie schon bald zu einem Inferno. Schon oft habe ich die Bürde der Verantwortung auf meine Schultern genommen. Und es scheint, als müsse ich es wieder tun. Egal welche Bedrohung China, welche Bedrohung dem Volk gegenübersteht, ich werde um die Idee kämpfen und dem Land zum Wachstum verhelfen. Okay. Wobei, hier vielleicht noch ganz kurze Anmerkung. Es wird erwähnt, dass Lü Ji eine sehr tiefe Stimme gehabt haben soll und insgesamt auch einen sehr hohen Wuchs wohl hatte. Also er soll über 1,80 Meter, so 1,90 Meter rum groß gewesen sein. Was man so von den Beschreibungen her rekonstruiert. Die Stimme ist nicht ganz so gut getroffen in der deutschen Synchronisation. Ich kann es jetzt aber auch nicht genau sagen, wie es auf Englisch ist. Ich spiele jetzt halt hier die deutsche Synchro. Ich finde die Aufstellung nicht gut. Denn unsere Schockkavallerie, die halten wir noch ein bisschen hinten. Die setzen wir ein, um flüchtende Truppenverbände aufzureiben. Ich muss mal gucken, wo sind die... Okay, im Idealfall schlagen wir uns auf die rechte Seite. Ich möchte nicht, dass seine Truppen abhauen. Ich möchte ihn eigentlich aus dieser Richtung angreifen, damit seine Einheiten hierhin flüchten, denn ich will diese Armee vollständig aufreiben. Das hat weniger was damit zu tun, auf gar keinen Fall Duelle. Das ist vollkommener Unsinn in dieser Situation. Was hat denn der für einen Passivbuff? 33% Nahkampfangriffsrate. Also die Turban-Generäle, die haben einfach so starke Buffs. Das ist schon krank. Als Besondere, weil er halt mit Schwertinfanterie gegen unsere Speere, also auch wenn das Elite-Infanterie ist, die wird es schwer haben gegen die Schwertkämpfer, wenn wir sie 1:1 bekämpfen, ne? Einfach aufgrund dieser höheren Angriffsrate. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, auf dem Schnee, also im Schnee zu kämpfen ist immer schlecht, weil unsere Einheiten da so unfassbar langsam sind. Aber wir fangen halt auch im Winter an. Ich meine, was will man da sonst machen? Es geht mir übrigens, genau, das wollte ich vorhin noch sagen, es geht mir nicht darum, die Armee vollständig zu vernichten, weil ich jetzt hier davon ausgehe, dass die dann nochmal zurückkommt oder so, diese Rebellionen am Anfang. Die kann man eigentlich auch gut ohne. Also die kann man auch eigentlich ganz gut so vernichten. Das Problem bei der Nummer ist eher so, und jetzt musst du mir mal gerade sagen, hast du nicht Fernkampf? Das ist doch ein Fernkampf, ne? Du kannst auf den schießen, oder? Wo bleibt euer Kampfgeist? Haha, getroffen. Spart euch die Luft, ihr werdet sie brauchen. Es ist soweit. Rechtschaffene Krieger! Ja, wir gucken mal, ob wir den wegsnipen können. Warum rennst du so nah da dran? Mach mal Defensivmodus an. Ihr seht hier, eine minus 15 Geschwindigkeit bekommen wir als Malus. Warte mal. Wow, der hat schon keine Munition mehr. Wie viel Schuss hat der denn abgegeben? 5? Von der Seite vorbei, den kriegen wir.
Ja, da reit nicht zu dicht da dran. Haltet durch! Oh, wie clever! Sehr clever! So, hier kommt es natürlich auf den erhöhten Sturmangriffsbonus an. Oh, das ist übrigens ganz toll. Ach so, weil er im Defensivmodus ist, ne? Der braucht nur zu flüchten, da kann ich ja schon nichts mehr machen. Der brettert jetzt einmal da durch, killt einen Teil meiner Kavallerie. Das ist unfassbar. Dieser Mist. Und du bist so langsam wie sonst irgendwas. Ja, ne, er killt noch nichts. Und zack. Da seht ihr, das ist einfach so ein brachialer Ansturm. Der ist zwar hier nicht so groß, aber wir haben den Hügel direkt hinter uns. Und zack. Das ist einfach eine Freude, diesen Gringos zuzugucken. Ah, du willst den Luigi killen. Ja, das ist auch super, dass du da direkt dich ja erwischen lässt. Ne, fantastico. Das ist ein Fehler von mir gewesen, dass ich hier den Defensivmodus nicht ausgemacht habe. Deswegen konnte der dann einfach direkt wieder weiterlaufen, ohne dass mein General danach gesetzt hätte. Ja, aber die Anzahl der Kills, das ist auch gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass wir hier so viele Einheiten wie möglich hier platt machen. Und ich glaube, im Autogefecht hätten wir niemals so viele Einheiten gekillt wie jetzt. Wir haben sie überlistet. Na, wir bekommen doch nur einen Huni. Schade. Aber es liegt auch wahrscheinlich am Charakterlevel, ne? Ja, lass ihn frei. Das ist unerheblich. Hier, auf die Kohle kommt es mir an, aber ich glaube, das ist auch wieder relativ identisch, ne? Wir haben 53 Feinde gefangen. Naja, gut, alles klar. Wir sind keine Barbaren. Am Anfang kann man da nicht so viel erwarten. Wir haben unsere Unterstützung bekommen. Und diese Unterstützung gibt uns 5% Rüstung für Nahkampfkavallerie. Und wir bekommen 2000 für unsere erfolgreiche Aufgabe. In unsicheren Zeiten ist es klug, sich auf militärische Aktionen vorzubereiten, aber auch das zu bewahren, was uns eng am Herzen liegt. Die Dinge, die uns als Individuen und Gesellschaft ausmachen, sollen für alle Zeiten bestehen. Dieselben Lehren können demnach von den folgenden Generationen erlernt werden. Okay, gut, ja. Außergewöhnliche Werke werden sich immer von anderen abheben. Selbst in der Bibliothek mit Tausenden von Büchern, wenn sie prominent ausgestellt werden, können alle von ihnen inspiriert werden. Rüstet eure Fraktion mit folgendem aus. Wir bekommen dafür, also mit dem Dongguan Hanji, dann bekommen wir 10% mehr Nachschub für 5 Runden. Das machen wir später. Nämlich genau dann, wenn wir eine größere Armee benötigen. Jetzt haben wir folgendes, also wir werden außerdem folgendes Problem haben. Wir sind direkt an der Front zu den gelben Turbanen. Das heißt, wir bekommen immer den Eifer von den Turbanen mit. Das ist relativ ungünstig, weil die einfach Nachbarsiedlungen halten werden hier oder mit Generälen unterwegs sein werden wie hier, werden wir ein schweres Leben haben. Wir können außerdem auch nur eine Armee unterhalten, meine ich. So ist es. Wir sind noch nicht mal Adliger. Wir bekommen eine Armee. Erst wenn wir zweiter Marquis werden, bekommen wir eine zusätzliche Armee. Das ist natürlich auch katastrophal, ne? Das ist also eine sehr, 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 sehr schlechte Ausgangssituation. Ja. Okay. Und wir haben das Wang Di Ne Jing bekommen. Ne? Das ist das. Und das Dongguan Hanji. Okay. Ja. Okay. Und die Mission war jetzt nochmal gerade. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Rüstet aus Dongguan Hanji. Okay. Das ist also wurscht. Wir können also ohne Probleme auch erstmal schon das Wang Di Ne Jing nehmen. So, jetzt müssen wir ganz kurz nochmal sagen, was haben wir hier? Einkommen aus Landwirtschaft. Was brauchen wir dafür? Bevölkerung erreichen, okay. Was haben wir hier? Handelseinfluss, was brauchen wir dafür? 5 Handelsabkommen halten. Halleluja, ist das schwierig, okay. Für die Dynastie. Ja, da ist die Frage. Wo laufen wir hin? Wo laufen wir hin? Wo laufen wir hin? Also ich würde dir eigentlich sagen, dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Ja,
Ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall erstmal hier in die Nähe von dem Ackerland laufen, damit wir hier zumindest verteidigen können. Das würde ich ganz gerne aufbessern. Mag mich allerdings jetzt noch nicht festlegen. Wir müssen ein bisschen Diplomatie noch betreiben. Wir können Handelsabkommen aushandeln. Das Ding mit Liu Bei ist, wir können bei Liu Bei noch nicht direkt sehen, wie hoch das ist, weil es diese Fraktion erst seit gerade eben gibt. Vielleicht auch noch der Hinweis für euch, wir spielen übrigens ja eine Kampagne, die noch in der, von einem Spiel, das sich noch in der Entwicklung befindet, das ist noch nicht ganz abgeschlossen, ne? Das heißt also, es können sich noch Sachen bis zum Release ändern. Hier gibt's Salz, glaube ich. Was gibt's hier? Tee und so weiter und Werkzeuge. Das bei Wang Rui, das finde ich nicht so verkehrt, Wang Rui. 317. Also ich fange jetzt nicht an wegen 20... wegen 20 Geld hier... den Aufruhr zu proben. Seid gegrüßt. Aber vielleicht kannst du mir trotzdem noch... Okay, gut, ja, komm, dann machen wir es doch so. Eine zufriedenstellende Abmachung. Ja, finde ich auch für dich. Okay, ein Handelsabkommen noch. Was haben wir hier? Fisch und Dings und Dings und Dings und Fisch und Fisch und Fisch. Was haben wir hier noch? Reis. Können wir auch noch machen. Erklärt euer Anliegen. Ach, guck mal, da kriege ich sogar noch Geld. So, vielleicht haben wir noch hier... Plus 8 Zufriedenheit wäre mir natürlich lieber. Aber das lässt er sich teuer bezahlen. Insbesondere Set-Gegenstände mag der mir natürlich nicht abdrücken, ne? Okay. Ja, ist schon mal ganz gut zu wissen, dass er sowas hat. Okay, wir nehmen die Kohle. Ja. Annehmbare Bedingungen. Ich hoffe doch, ne? Gut, jetzt können wir noch schauen. Militärischen Zugang können wir noch ein bisschen verkaufen. Willkommen. Ja, das ist ganz gut. Wir müssen unsere Kasse ein bisschen aufbessern. Ich suche aber natürlich noch nach möglichen... Oh, Jesus, der hat gute Sachen. Der hat gute Sachen. Die werde ich aber alle nicht kriegen, ne? Viel zu teuer. Okay, wir holen uns Kohle. Wir holen uns erstmal ein bisschen Geld. Komm, mit den Gegenständen und den ganzen Krimskrams da, das können wir alles nachher machen. Euer Angebot ist angemessen. Man hätte ihm vielleicht, weil er so wenig Nahrung hatte, hätte man hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit rumhandeln können. Aber ist jetzt erstmal okay. Ihr habt das Wort. Ja, komm, gib dem Han-Kaiserreich den Zugang. Ich will ja auch, dass die Leute bei mir alle durchs Territorium laufen. Das hat den unfassbaren Vorteil, dass die nachher die Turban-Revolten, die wir bekommen werden, wegmachen. Und die Turban-Revolten werden kommen. Das ist halt auch ein großes Problem. Boah, Alter, Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Das ist ganz nice, aber ich glaube, das hat man, das bringt einem nichts, wenn man das in der Armee hat. Das bringt nur was für den jeweiligen, für die jeweilige Figur. Euer Angebot wird angenommen. Ja, Zau Zau darf auch bei mir durch. Berühmte letzte Worte.
Es gibt viel zu besprechen. Da kriege ich nichts, ne? Mach so. Ein gutes Angebot. Wir werden von Han Fu auch nicht viel mehr bekommen. Und bei Liu Bei, dem können wir das Ding auch nur schenken. Weil der hat keine Kohle, meine ich. Er hat immerhin eine Schlachtaxt. Irgendwas Billiges. 6466. Warte mal, schau mal gerade. Wie ging das hier? Guck mal, da habe ich sogar noch 1,4 übrig. Dann pass auf. Dann nehme ich noch. Warte mal, du bringst keine Zufriedenheit, ne? Schade. Wäre gut gewesen, aber ist egal. Wissen bringt Nahkampf ausbrechen, bringt mehr Damage. Das bringt beides 6 Zufriedenheitspunkte. Komm, wir nehmen mal die Schlange, die kriege ich irgendwie selten. Und die machst du mir mal weg. Und dafür bekommst du von mir militärischen Zugang. Und ich gebe dir noch ein bisschen. Guck mal, ich gebe dir noch irgendwie so. Eine Nahrung. Ich werde genug Nahrung haben. Ich werde aber auch genug Revolten haben. Für 10 Runden. Okay, wie viel würde mich das denn in Geld ausgedrückt kosten? Stopp. Ja, okay, das ist relativ wenig, ne? Wie gewohnt. Ja. Und dann, alles andere, wo es auch vielleicht steht und sowas, das können wir uns immer, das schminken wir uns immer direkt ab, ne? Nicht Angriffspakt mit Marteng. Mögen unsere Gespräche ja, Früchte ne, tragen. Da hat er keinen Bock drauf. Frieden, no effing way. Jetzt können wir noch schauen, ob wir gleich jemandem noch ein bisschen Nahrungsmittel andrehen können. Ich hatte ja gesagt, ich wollte mir den Gringo hier mal angucken. +4, +4. Er hätte 27. Du hast 33, du hast auch 33. Du hast halt diesen Bogen. Und Lü Ji hat... Okay, pass auf, nimm du die Ratte. Je mehr Autorität, desto besser. Plus auf Einheit Moral. Heidewitzka. Okay. Hier ist Nickes. Bisschen Autorität. Gib ihm das Autoritätsschwert. Oh Mann, ey. Ich brauche mehr Autorität für den Typen. Rüste ihn mal damit aus. 29. Super. Im Hintergrund Mons, meine Katze. Eieieiei. Okay, kommen wir mal von den maunzenden Katzen wieder zurück zu unserer allgemeinen Fraktion. Ja, okay, den Mami Di, den habe ich ja schon rausgeschmissen. Achtet immer drauf, euch diese Charakterentwicklungen anzugucken und euch namentlich zu notieren, wen ihr da anheuern könnt oder wer sich dafür eignet. Es ist sehr wichtig, die Charaktere da genau im Auge zu behalten. So, ihr seht, wir machen 1840. Der größte Batzen, den wir da machen, der kommt durch unsere der kommt durch unsere Handelsabkommen rein und da müssen wir gucken, dass wir da auch dranbleiben. Und wir müssen jetzt erstmal Geld sparen, denn die Armee, die ich mir gerne zusammen rekrutieren würde, die ist relativ teuer. Das heißt also, wir versuchen noch hier den, wir werden den Zhong Yuan, den werden wir mit in die Armee nehmen. Der wird eine Kavallerie, ein Kavallerieregiment bekommen, damit werden wir auf dem Feld sehr, sehr stark sein. Lü Ji braucht Armbrustschützen und Wang Fusong braucht Jian-Schwertwachen. Und ja, dann könnt ihr euch schon ausrechnen, die Armee wird so in der Rekrutierung wahrscheinlich 8000 oder, nee, mehr. Also sie wird auf jeden Fall mehr kosten. 8000, 9000, 10.000, so in dem Bereich. 10.000, ja, ich würde mal sagen so ungefähr 10.000. Und das heißt auch für uns wiederum, wir müssen darauf achten, wie wir das hier managen. Mit unserem Stadtausbau. 5 Runden dauert das hier. Ist relativ lange. Die zusätzliche Nahrungsproduktion ist halt ganz nice. Ich würde sagen, Fuxi
macht Fuxi. Fuxi, was machst denn du? Den setzen wir mal hier ein. Den werden wir als General erstmal noch nicht brauchen. Und wir sollten auf jeden Fall die Getreidefarm auf Stufe 3 ausbauen, dass die so zumindest einen Ansatz an Garnison haben. Auch hier seht ihr wieder, das wird so 4.500 kosten. Und ja, also das kostet natürlich halt auch wieder Geld. Und vielleicht haben wir jetzt noch die Möglichkeit, das mache ich aber offscreen und zeige euch gleich, was ich da gemacht habe. Ich versuche jetzt noch ein bisschen Nahrung wegzuhandeln. In der ersten Runde ist es noch ganz brauchbar, weil viele Fraktionen Nahrungsmangel haben. Und ich versuche jetzt, unsere Nahrungsvorräte bestmöglich an den Mann zu bringen. Ja, also ich werde das so machen, dass ich erst in der nächsten Runde meine Nahrungsmittel wirklich dann verhökern werde. Der Grund dafür ist, zum einen haben die Fraktionen jetzt einfach noch zu wenig Geld übrig. Und zum anderen, ja, wird es für uns mit unseren knappen finanziellen Möglichkeiten nicht machbar sein, hier größere Sprünge zu machen. Ich laufe übrigens zurück, weil der Zhang Liang hier gerade das Ackerland von Yue eingenommen hat. Und der kann, wenn er mit seiner Armee da drin steht, und das tut er ja in der Regel, es sei denn, er zieht sich hier raus, dann kann er in der nächsten Runde hier uns unten in Henei angreifen. Und das ist nicht so eine gute Kombination für uns. Wir erforschen jetzt auf jeden Fall noch einmal die ausländischen Boten. Warte mal, wo bekomme ich noch einen? Da bekomme ich noch mein Handelsabkommen. Ne? Als auch erwartet. Interessanterweise, hier gibt es eine Technologie, die Sino-Römische Botschaft heißt. Hier steht, sie sprechen von einem großen Reich in der Ferne, das dem unseren gleichkommen soll. Wenn sie sprechen, sollten wir zuhören. Tatsächlich gab es sehr lose diplomatische Beziehungen zwischen den Römern und den Chinesen. Also die Römer wussten, dass es da im Osten noch so ein ganz großes Kaiserreich gibt. Aber das war jetzt nicht so, dass die sich tatsächlich begegnet sind oder wirklich regelmäßig irgendwelche Expeditionen dahin unternommen hätten oder so. Also es gab Handelsunternehmungen und es ist ja auch nachvollziehbar, dass gewisse edle, exotische Stoffe aus China bis ins römische Imperium gelangt sind, weil die einfach begehrt waren aufgrund der entsprechenden Seltenheit natürlich und der langen Verkehrswege. Aber es hat nie eine sino-römische Botschaft in diesem Sinne gegeben. Aber trotzdem bekämen wir dadurch nochmal ein zusätzliches Handelsabkommen und das ist am Anfang wirklich sehr gut, um seine Kasse ein bisschen aufzubessern. Ich glaube, der Yuan Shu, der bringt uns Kohle. Ein willkommener Anblick. So von dem, was ich bisher beim Playtesting rausgefunden habe. Warum geht das hier nicht? Moment mal gerade. Dann ist es der Tao Qian vielleicht. Liu Bao geht auch. Hier können wir jetzt so einfach wirklich nur auf den schnöden Mammon achten. Schön euch zu sehen. Dann kriege ich aber auch sonst nur Paniermehl noch dazu, ne? Also wir können mal gucken, ob er da noch ein bisschen was an Geld drauflegt. Das ist sogar ziemlich gut, was der da drauflegt. Lasst mich mal gerade gucken, wenn wir da noch ein bisschen höher gehen, auf 2, 540, und ansonsten bekämen wir 430, also 110 für eine Nahrung, die werde ich aber anderweitig besser los. Okay, wir machen das so. Annehmbare Bedingungen. Ja, finde ich auch. Haben wir noch einen Nicht-Angriffspakt, den wir verkaufen können? Nein. Zugang, den wir verkaufen können? Willkommen. Ja. Tretet ein. Jetzt habe ich dem dummerweise schon die Nahrung gegeben, aber ist ja egal.
Für 414, da kriegst du bei mir sogar Zugang zu meinen besten Stübchen. Ja, alles andere ist dann erstmal egal. Ihr seht, Diplomatie bleibt wichtig, ne? Okay. Wir gucken. Von Liu Bei, unserem Schuster, warum hier Schuhmacher steht, ist jetzt auch egal, wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler. Noch eine kurze Information am Rande. Tatsächlich, Liu Bei soll mit seiner Mutter zusammen als Schuhhändler und Mattenhändler, also die haben so geflochtene Matten verkauft, seinen Lebensunterhalt bestritten haben, bevor er eben steile Karriere im Militär machte und dann im Zuge der Revolte der Gelben Turbane einen märchenhaften Aufstieg hinlegte. Allerdings glaube ich, zeitlich passt es nicht mehr so ganz. Also ich glaube, gut, die eigentlichen Verdienste, militärische eigene Kommandos und sowas, das müsste 189 gewesen sein, aber gut. Lassen wir mal außen vor. Tatsächlich war der wirklich als, der war wirklich hier als, als Schuster unterwegs. Er gilt auch heute noch in, lass mich überlegen, Chengdu. In Chengdu gilt er heute noch als Schutzpatron der Schuster. Willkommen, Freund. El Bandi würde seine helle Freude haben. Okay, wie viel würdest du mir denn hierfür geben? 500 gibt er mir auf keinen Fall dafür, ne? 151 ist viel zu wenig. Da kriegen wir also, da kriegen wir anderweitig mehr. Wir müssen echt wirklich gucken, ne? Also ich sag's nochmal ganz kurz. Sprecht. Nahrung. Ich verkaufe eine Nahrung. Ihr seht, wir sehen das jetzt hier an dem Beispiel ganz gut. Ich zeig nur mal. Das konnte halt vorher super exploited werden, deswegen wurde das, glaube ich, gepatcht. So, ich verkaufe dir eine Nahrung für 210. Das ist sogar ein halbwegs passabler Preis. 231 ging auch. Noch besserer Preis. Okay, jetzt müssten wir ja sagen, zwei Nahrung, klar, 460. Oh, Moment mal. Zwei Nahrung, 500 irgendwas. Aber ihr seht schon, niemals. Es ist echt ganz bizarr. ...254 für eine Nahrung ist okay. Eure Großzügigkeit wird sehr geschätzt. Na, das ist problematisch, weil man sehr viele Willkommen, Abkommen schließen muss. Ja, ich habe aber kein Interesse an Fäden und Ähnlichem. Und die rundenmäßige Bezahlung funktioniert überhaupt nicht mehr. Das bringt überhaupt gar keine Kohle mehr. Also das könnt ihr euch sofort abschminken. 3 für 397. Für 337, seht ihr das mal? Wenn ich dem eine Nahrung drauflege, mache ich nur 60 mehr. Eine für 277. Hier kann... Auf solch kleinen Gesten werden starke okay, Fundamente gut, ich habe ihm jetzt gerade irgendwie einen Huni geschenkt oder sowas. Egal, okay, dann freu dich darüber, zau, zau. Willkommen, Freund. Ja, kleine Fehler dürfen mir auch mal passieren, ne? Ihr kennt mich, ja, ich bin ja eine Verpeilo. Solche Sachen, ne? Also da muss man wirklich sagen, nicht so das allerbeste Design, ne? Der gute Wille festigt die Bindung. Jawohl. Das sehen Wasserstoffatome ähnlich übrigens. Okay, lassen wir das mal gerade weg. Aber die kennt ihr ja noch gar nicht. Weiß ja noch gar nicht, dass es die gibt. Ja, 500. 42 ist zu wenig. 192, da kann ich mit leben. Aus solch kleinen Trieben wachsen hohe Bäume. Das ist ja auch so ein kleiner Triebiger hier. Liu Chong. Du bist zwar reich. Tretet einfach ein, Freund. Ja, dann trete ich mal einfach ein. Aber Kohle hast du auch und du kannst auch immer ein bisschen was loswerden, ne? 286. 216 ist okay. Wir sehen dies als ein Zeichen der Freundschaft. Ja, ich freue mich auch sehr darüber. Und die eine Nahrung, die hebe ich mir jetzt gerade mal noch auf. Die kann ich vielleicht nachher noch gebrauchen. Oh, und? Bleibt ruhig. Ja, bleib. Und bleib du da stehen. Wenn der jetzt da runter hoppelt, das ist interessant. Klar, Rückzug. Wir müssen unsere Kräfte für später aufheben. Hihihi, jetzt läuft er nämlich hier hin. Im Gewaltmarsch. Ich kann den zwar nicht verfolgen, aber er kann jetzt eine Runde nicht rekrutieren. Das ist mega gut. Normalerweise würde der nämlich hier
Der Zhang-Yi, der würde da normalerweise, der Zhang Lang würde normalerweise mit der Armee des Todes ankommen nächste Runde. Okay, pass auf. Ja. Okay, pass auf, Kinder. Wir machen das so. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Diplomatie und hole mir noch ein bisschen Kohle, die ich brauchen werde. Weil ich muss meine Armee sofort so auf einen, also ich muss sofort so einen Batzen, einen Fullstack muss ich rekrutieren. Sonst gehen wir hier unter. Und zur Erleuchtung. Ich laufe jetzt gleich hierhin zurück. Das ist seine Hauptstadt, die wird er nicht unbewacht lassen. Und ich hole mir einen schönen großen Klops an Armee. Und dann hole ich mir das Ackerland von Ye. Und wir werden... Achso, das können wir uns nochmal gerade angucken. Unterstützung erhalten. Ah, wir haben einen Horcher gekriegt. Ah ja, interessant. Okay. Ja, ja, Armee zieht sich zurück. Bau abgeschlossen. Alles klar. Die Unterstützung bekommen zu haben, ist auch nicht schlecht. Kann man nämlich verkaufen. Und nächste Runde müssen wir auch nochmal ein paar neue Kandidaten, glaube ich, kriegen. So einmal im Jahr kriegt man die neu, ne? Und das Dumme ist nur, ich kann das Ding hier dann nicht ausbauen. Mit 2046 ist es leider zu teuer. Aber ihr seht so in etwa, worauf das hinausläuft. Also man ist hier sehr zwischen den Fronten, weil hier werden auch bald die ersten gelben Turbane kommen. Das ist insofern nicht so schlimm, weil der Chao Mao, der mag uns nicht so gerne. Und dann können wir uns von ihm hier die Eisenmine und das Ding hier holen. Oder halt eben einfach nur die Ortschaft und wir lassen die Eisenmine da stehen. Das wäre dann der Schritt, nachdem wir hier den Zhang Lang ausgeschaltet haben. Und dann holen sich die Turbane auch die Ortschaft von Ye hier. Das interessiert mich allerdings nicht, denn hier, das ist er. Der Zhang Bao, der holt sich die Ortschaft hier, Ye. Dann darf der sich von mir aus das Ackerland hier holen. Das interessiert mich dann nicht so sehr, wenn ich dafür diese große Ortschaft bekomme und da die Turbane platt machen kann. Da müssen wir es aber slow spielen und hier immer wieder in der Hinterhaltsstellung rumrennen. Das setzt aber auch wieder voraus, dass wir vorher unseren Fullstack haben. Und den müssen wir auf einmal rekrutieren, weil danach machen wir nur noch 500 pro Runde. Und dann können wir es uns nicht mehr leisten. Dann haben wir nicht mehr viel Spielräume. Insofern sehen wir uns im nächsten Part wieder mit dieser Strategiebesprechung. Steige ich jetzt hier aus, aber ihr werdet sehen, das wird funktionieren. Und ich sage jetzt erstmal macht's gut. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Pax vobiscum, valete, sei Jan. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Schreibt mir ruhig was in die Kommentare, wenn ihr noch was wissen wollt. Heute ist Donnerstag, ne? Nächster Part kommt am Freitag, also morgen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen schon mal. Ciao.